Heute nehmen wir einen Barsch aus. Wir schneiden ihn von vorne nach hinten. Jedoch muss man vorsichtig sein, weil er überall Stacheln hat. Vorne den Steg müssen wir auch noch durchschneiden. So. Anschließend reißen wir den Steg nochmal durch. Dann nehmen wir mit der Hand die Kiemen und reißen sie raus oder reißen sie durch. Dann wird nach innen reingefasst hinter die Kiemen und durchgerissen. Anschließend kann man sie rausreißen, gesamt der Gedärme. Jetzt ist nur noch die Luftblase da, die kann man rausdrücken mit dem Finger. So. Und sauber ist der Barsch. Jetzt nur noch einmal abspülen und fertig.